Die Notwendigkeit, im Krieg der Ukraine an der Seite zu stehen, hat sie immer verteidigt. Mein nächster Gast hat immer auch für die Waffenlieferungen plädiert. Die Frage ist, wo sind wir heute an diesem Stand? Darüber möchte ich gerne sprechen mit einer Frau, die Wladimir Putin verklagt hat wegen Kriegsverbrechen. Die ehemalige Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ist bei uns und zugeschaltet aus der Gegend von Bachmut, um uns zu erzählen, wie die Front dort gerade verläuft. Ist der Oberstleutnant bei den ukrainischen Grenzschutztruppen Sergej Osatschuk. Schönen guten Abend. Hallo, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Wir haben 15 Monate Krieg. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, wie groß ist Ihre Sorge eigentlich, dass doch Russland diesen Krieg gewinnen wird? Ich glaube, im Moment kann niemand über den Kriegsverlauf und möglichen Ausgang etwas sagen. Es ist alles Spekulation. Es geht hin und her. Wir hören gleich, wie es überhaupt in Bachmut aussieht. Hört man sehr Unterschiedliches. Mhm. Es ist ein kleiner Ort. Von daher glaube ich, im Moment ist da wirklich eine Spekulation nicht angesagt. Aber ich denke, es ist wirklich offen. Ich glaube, wir müssen alles tun, wie es eben schon anklang. Deshalb ja auch die Ausgaben im Haushalt, um die Ukraine wirklich zu stärken mit dem, was sie tatsächlich braucht, was das Militär natürlich entscheidet. Herr Osatschuk, zugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass diese Verbindung funktioniert. Sie sind nur 15 Kilometer von Bachmut entfernt in einem Ort namens Chassiv Yar, wenn ich das richtig verstehe. Es gab am Wochenende eben den Wagner-Chef Prigozhin, der gesagt hat, Bachmut ist vollständig eingenommen. Wie ist Ihre Sicht darauf? Wird noch gekämpft? Ich begrüße Sie alle sehr recht herzlich und möchte sagen, dass jede Ortschaft nur dann eingenommen werden erklärt kann, wenn der letzte Verteidiger von dort verschwindet oder sich zurückzieht. Das ist nicht der Fall. Ukrainische Soldaten und Grenzschutzsoldaten befinden sich noch an den westlichen Rändern der Stadt Bachmut. Das heißt, jeder Meter ist für uns unser ukrainischer Boden und wir verteidigen unser Land. Denn wir wissen ganz genau, was passiert mit den Ortschaften und Dörfern und Städten, wo die Russen dann erobern und was sie mit unseren Menschen machen. Deswegen möchte ich ein kurzes Kommentar zu den vorherigen Ausführungen bei Ihnen im Studio sagen, dass Ihre Unterstützung der Ukraine und Ihre Investitionen und Ihre Hilfe mit den Waffen, bitte betrachten Sie das nicht nur als Unterstützung und Hilfe für die Ukrainer, für unser Volk, dafür, dass wir überhaupt am Leben bleiben dürfen, sondern verstehen Sie das bitte auch als Investition in Ihre Sicherheit. Denn je schneller wir beenden diesen Krieg. Wir hören Sie. Denn je schneller beenden wir diesen Krieg, desto größer wird die Sicherheit im 21. Jahrhundert auf unserem Planeten werden. Das ist jedem klar. Keine andere große militärische Gefahr ist heute festzustellen außer Russland. Und das müssen wir eliminieren, zuerst mit militärischen Mitteln und dann gemeinsam so geschlossen wie jetzt die ganze internationale Gemeinschaft. Alle Staaten müssen zusammen neue Konstruktion der Sicherheit und des Friedens in Europa schaffen. Zusammen mit Deutschland, und ich möchte. In diesem Zusammenhang würde ich noch einmal nach Bachmut fragen wollen, weil der Präsident am Anfang, als es anfing mit der Schlacht um diese Stadt, gesagt hat, die sei von strategisch großer Bedeutung, denn würden die Russen sie einnehmen, dann würden sie eben in der Lage sein, auch nach Westen vorzudringen. Wenn man sich die Bilder anschaut, und ich möchte Ihnen nur eins zeigen, das ist ein Vorher-Nachher-Foto von Bachmut, das wir jetzt gerade sehen. Links ist die Stadt, bevor die Angriffe begannen, rechts ist die Stadt, wie wir sie jetzt sehen, im Prinzip ist nicht mehr viel davon übrig. Daher nochmal die Frage, wenn Bachmut irgendwann fallen sollte, was heißt das für den Kriegsverlauf?
für den gesamten Kriegsverlauf hat das große Bedeutung, dass hier um Bachmut bis zu 100.000 russische Eroberer ihren Weg beendet haben. Ein Teil von denen für immer bleibt in der ukrainischen Erde, aber ein großer Teil befindet sich jetzt in den russischen Militärspitälen. Und ich möchte betonen, dass die Stadt für uns wirklich eine Bedeutung von der Festung gehabt hat, weil viel leichter war es für uns, sich dort zu verteidigen, als auf einem offenen Gelände, wo wir uns eingraben müssen, wo wir genauso der russischen Artillerie, Panzerverbänden und Luft- und Raketenangriffen ausgesetzt sind oder wären. Die Stadt Bachmut hat uns über mehrere Monate, 8-9 Monate lang, einen gebürtigen Schutz gewährt und wir konnten von dort aus diesen Feind, der uns gekommen ist, zu töten, auch zu stoppen. Deswegen, Bachmut hat dieser Stadt ihre große Mission bei der Verteidigung der Ukraine erfüllt. Ich würde gerne noch einmal, um das zu ergänzen, Präsident Zelensky ist am Wochenende in Hiroshima, wo der G7-Gipfel getagt hat, auch gefragt worden nach dem momentanen Stand in Bachmut. Das ist das, wie er es geschildert hat. Sie müssen verstehen, da gibt es nichts mehr. Die Russen haben alles zerstört. Es gibt keine Häuser mehr. Es ist eine Tragödie. Bachmut gibt es nur noch in unseren Herzen. Und wenn man die Bilder sich ansieht, die wir auch in unserem Gespräch noch mal sehen können, Herr Osaschuk, also Bachmut ist nicht mehr existent als Stadt. Sie waren, glaube ich, vor einem Monat das letzte Mal dort. Wie würden Sie beschreiben, wie diese Stadt jetzt aussieht? Es war sehr symbolträchtig, dass der Präsident der Ukraine, Zelensky, in Hiroshima diese Worte gesagt hat. Denn das, was eine Atombombe anrichten kann, haben die Russen mit konventionellen Waffen monatelang zu demselben Ergebnis gebracht. Heute sind unsere Drohnen von hier aus, es sind nicht mehr 15 Kilometer, haben die Entfernung zur Bachmut ist von hier 9 Kilometer und die Männer fahren ein bisschen noch voraus und von dort aus senden wir unsere Drohnen und können auch beobachten, was die Russen in dieser absolut zerbombten Stadt heute noch machen. Und ein Erlebnis von heute kann ich Ihnen mitteilen. Sie suchen noch unter diesen Ruinen nach Habseligkeiten und stellen alles und marodieren, was dort noch zu finden ist. Und das war wirklich ein sehr bedrückendes Bild von dieser sogenannten russischen Armee der Verbrecher, dass sie Kühlschränke oder irgendwelche Hausutensilien in ihre Autos gepackt haben und wahrscheinlich das Ziel, warum sie in den Krieg ziehen. Herr Osaschuk, bevor die Verbindung zu Ihnen vielleicht nicht mehr so gut ist, eine ganz wichtige Frage, die den Kriegsverlauf angeht. Also hier wird immer darüber spekuliert, wann eine Frühjahrsoffensive kommt. Wir sind bald im Sommer. Was ist der Stand, den Sie uns heute mitteilen können? Ich kann Ihnen berichten, dass während wir hier die Stadt Bachmut verteidigt haben, im ukrainischen Hinterland, im Ausland, auch in Deutschland, in Großbritannien, überall wurden die kampffähigen ukrainischen Verbände zusammengestellt. Unsere Männer und Frauen haben gute Schule bekommen und genügend westliches Material, moderne Panzer, Raketen, Artilleriesysteme. Und ich glaube, es wird sich nicht mehr lange auf sich warten lassen, bis wir diesen Feind und Friedensstörer, den Terroristen, Russen zurückbringen. Vielleicht noch eine Frage zu den Kampfjets. Es gibt eine Kampfjet-Koalition, die jetzt zugesagt worden ist. Präsident Biden, der US-Präsident, hat gesagt, man beginnt jetzt mit der Ausbildung von ukrainischen Piloten, damit die F-16 fliegen können, die irgendwann mal kommen. Wie wichtig erachten Sie diese Waffe, diese Jets für den Kriegsverlauf in den nächsten Monaten, wenn Sie, oder ja, Monaten? Jede neue Waffe, moderne Waffe, hat größere Effizienz beim Einsatz und somit kann schneller den Krieg beenden und den Feind verjagen. Wenn ein Land wie Russland über 100 Millionen Menschen hat und bereit ist,
mehrere Millionen davon in den Krieg zu schicken, um einfach diese Menschen sterben zu lassen. Das ist die uralte Kriegstaktik. Aber man kann es auch mit viel wenigen Einsatz von Menschen, mit moderneren technischen Geräten genauso viel oder viel mehr Schaden den Russen zuführen, dass sie selbst backen, auch meinetwegen mit gestohlenen Waschmaschinen und alles anderem, was sie zu Hause nicht haben, und schnellstens von hier Füße machen. Wenn Sie können, bleiben Sie noch einen Moment bei uns. Ich würde gerne noch mal mit einer Frage zurückkommen. Aber Sabine Lauter-Schnarrenberger fragen diese Diskussion der Kampfjet-Koalition. Wir haben gehört, die Deutschen haben keine F-16, also werden sie die nicht liefern können. Sind Sie dennoch der Meinung, dass die Deutschen alles tun müssen, um diese Koalition zu unterstützen? Sei es mit zum Beispiel Stützpunkten hier in Deutschland für diese Jets. Ja, ich bin der Meinung, dass Deutschland das, was leisten kann, auch in diesem Zusammenhang, wir haben die Gerätschaften nicht, das ist klar, aber auch da unterstützen muss. Und ich sehe auch nicht die Besorgnis, dass das jetzt eine besondere zusätzliche Eskalation hervorrufen würde, was ja immer von denen, die da eher sehr zurückhaltend sind und das kritisch sehen, als eine Gefahr benannt wird. Das sehe ich nicht. Putin geht ja rücksichtslos gegen alles vor, verstößt gegen alle Gesetze. Auch im Krieg gelten bestimmte Regeln, die verletzt er bewusst. Also ich denke, ja, Deutschland ist da gefordert und muss das, was es leisten kann, so wie es auch jetzt immer gesagt wurde, as long as it takes. Also da sind ja alle Aussagen da, dass man sich da als Deutschland auch beteiligt. Und trotzdem gibt es natürlich die Sorge und die berechtigte Frage nach völkerrechtlich gesehen, nach der Beteiligung, also ab wann wird man völkerrechtlich gesehen zur Kriegspartei, ist dann diese Linie zum Beispiel überschritten, wenn man eben die Piloten an den Kampfjets ausbildet? Oder wenn man hier in Deutschland... Also ich sehe einen ganz klaren Schritt, dass wir dann Kriegspartei würden, dann auch die NATO, wenn Soldaten, deutsche Soldaten oder Soldaten aus einem NATO-Staat in der Ukraine kämpfen würden. Dann ist man ganz klar eingetreten. Dann hatten wir die Verbotszonen, Kampfverbotszonen. Die müssen überwacht werden. Das geht dann auch nur durch aktive Beteiligung. Ich sehe es nicht, wenn in Deutschland oder an anderen Standorten, Niederlande vielleicht, die sich jetzt da zusammentun, ausgebildet wird, Material bereitgestellt wird, geliefert würde, da sehe ich nicht den Schritt hin, dass wir jetzt Konflikt- oder Kriegspartei werden. Kollektiv verteidigen dürfen wir. Das ist das, was die Vereinten Nationen, was die UN-Charta vorgibt. Wenn angegriffen wird, gibt es das kollektive Verteidigungsrecht. So, und die nächste Frage ist die, und das wird ja hier auch häufig gesagt, der Krieg ist in einem Stadion, wo es eben doch sehr, sehr viele Menschenleben kostet. Sie haben hier schon gestritten pro Waffenlieferungen, unter anderem mit Menschen, die gesagt haben, nein, wir müssen jetzt verhandeln, sofort verhandeln. Sehen Sie diesen Punkt irgendwann mal gekommen und wenn ja, wann? Ich sehe den jetzt überhaupt nicht. Mit Putin, dem Aggressor, der Kinder verschleppt, der Zivilbevölkerung beschießt, der zivile Einrichtungen, die nicht militärisch genutzt werden, bombardiert, Städte dem Erdboden gleich macht, Bachmut, viele andere. Was wollen Sie denn mit dem verhandeln? Der will die Ukraine zerstören und vernichten. Das ist sein Kriegsziel. Und wo soll da mit Putin eine Verhandlung sein? Ich muss trotzdem nachfragen, weil wenn die Ukraine so aussieht wie Bachmut, also wenn diese Art von Zerstörung weitergeht, deswegen nochmal die Frage, kommt irgendwann mal ein Punkt, wo man sagt, also wenn die dann wirklich alles auf diese Karte setzen und weiter zerstören. Also es ist erschreckend, ich glaube, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was es bedeutet, dass hier Menschen wirklich alles verlieren, die in diesen Städten wohnen, manche noch in Kellern ausharren. Das ist einfach unvorstellbar. Aber ich denke, es wird Phasen geben, wo das auch in Russland nicht mehr so mit der Unterstützung von Putin da sein wird. Und die Ukraine ist die Konfliktpartei, die sagt, wann aus der Sicht der Ukraine es Verhandlungen geben kann. Es ist nicht unsere Sache, wir in Deutschland, wo wir natürlich auch wirklich erschüttert sind über jedes Menschenleben, was dort jetzt geopfert wird. Aber es ist nicht an uns, hier zu sagen, ihr Ukrainer, jetzt ergebt euch mal. Herr Usadczuk, das wäre die Frage, die ich Ihnen gerne auch noch stellen würde in die Ukraine. Wann ist für Sie die Voraussetzung dafür, da überhaupt in solche Verhandlungen zu treten? Um das einmal klar zu sagen. Wenn der Putin mal tot ist, wenn alle Kriegsverbrecher vor dem Gericht stehen und wenn
alle Gebiete der Ukraine international anerkannt wieder unter der ukrainischen Kontrolle stehen und wir als ukrainische Grenzschutztruppen, die den Schutz der ukrainischen Staatsgrenze wieder übernommen haben. Für ihre so stark artikulierte und auch tatkräftige Solidarität mit uns danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Nach dieser Sendung werde ich meinen Männern hier im Bunker auch das übersetzen und Applaus wird auch von uns aus nach Deutschland auch gerichtet sein. Danke vielmals. Vielen Dank von erst einmal. Bleiben Sie noch, vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Die Frage, die wir auch zu klären haben, ist die Frage, ob Putin irgendwann mal tatsächlich vor Gericht gestellt wird. Sie haben eine Strafanzeige gestellt, der Generalbundesanwalt ermittelt. Ja. Aber inzwischen eben auch gibt es einen Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof. Warum glauben Sie, dass eine solche Strafanzeige in diesem Moment Sinn macht? Das ist ja vor einem Jahr gewesen. Ja. Was macht das für einen Sinn für Sie? Also es hat gerade besonderen Sinn gemacht, ganz zu Anfang, weil da zum Beispiel auch so ein Bachmut ja mit ein Kriegsverbrechen war, das auch in dieser Strafanzeige von uns mit benannt ist. Natürlich hat Mariupol eine große Rolle gespielt. Da hat es schon die Verschleppung von über 2000 Menschen in den ersten Wochen des Krieges gegeben. Und deshalb haben wir gesagt, neben dem, was militärisch dort passiert, muss schon von Anfang an klar sein, das Völkerrecht, das internationale Völkerstrafrecht, was eben auch in Deutschland gilt, das lässt nicht zu, dass in dieser Form gegen die Bürgerinnen und Bürger eines Staates, dem man auch das Territorium nehmen will, die Eigenständigkeit nehmen will, vorgegangen wird unter Außerachtlassung all dessen, was man im Krieg beachten muss. Und da ist auch das Recht, wenn Sie so wollen, eine Waffe. Auch eine Botschaft, die ausgesendet wird, davon, keiner wird hier, der in Verantwortung ist, davon ausgehen können, dass er davonkommt, wenn er solche Verbrechen begeht. Natürlich wissen wir, dass da nicht alle tausende Soldaten angeklagt werden, die im Krieg tätig sind, sondern dass natürlich hier die Verantwortungsebenen gemeint sind. Und es ist nicht nur Putin. Dass aber der Internationale Strafgerichtshof, dass der Chefankläger dort einen Haftbefehl gegen Putin und die Obfrau für Kinderrechte, Frau Belova, ausgesprochen hat, ist nicht nur ein Zeichen, das ist was wirklich Besonderes. Das hat es noch nicht gegeben in solch einem internationalen Konflikt, dass nach einem Jahr, fürchterlich lange Zeit, aber nach gut einem Jahr ein Haftbefehl gegen den Aggressor wegen jetzt der Verschleppung von Kindern ergangen ist. Und das hat in meinen Augen schon eine Wirkung gehabt. Denn so wird berichtet, dass jetzt nicht mehr im Staatsfernsehen in Russland mit über Adoptionen geredet wird, nach dem Motto toll und die ukrainischen Kinder sollen hier adoptiert werden, was ja auch Frau Belova gemacht hat. Man redet jetzt, die sollen in Pflegefamilien betreut werden. Also man hat vollkommen abgerüstet in dem Bereich. Möglicherweise natürlich schon als eine Auswirkung, weil die jetzt gesehen haben, wegen dieses Verhaltens können wir die beiden, die mit Haftbefehl gesucht werden, können wir hinterher vor Gericht stehen. Und das gibt 20 bis 25 Jahre. Es gibt eben wie viele, die noch fehlen? Also ganz sicher weiß man natürlich nicht die Zahlen, aber es werden schon auch nach verschiedenen Untersuchungen, OSZE und so weiter, doch um die 19.000 Kinder genannt, die entweder im besetzten Gebiet in der Ukraine sind, auf der Krim oder eben auch in Russland, in sogenannten Lagern. Das war ja hier eine Vortäuschung falscher Tatsache. Es wäre ein Erholungscamp. Nach 3 Wochen kämen eben der Sohn zurück und deshalb war eine Einwilligung der Eltern zu Anfang da, aber das war natürlich so gar nicht beabsichtigt. Es sollen 6.000 ungefähr in solchen Lagern, die in Russland sind, sich aufhalten und da sind einige zurückgekommen, die haben dann fürchterlich berichtet, nicht nur von Misshandlungen, sie dürfen ihre Sprache, Ukrainisch, nicht sprechen, teilweise, sie werden also wirklich auch malträtiert, jetzt indoktriniert mit russischen Ideologie, dass sie also wirklich ihre Kultur, ihre ukrainischen Wurzeln, ihre Heimat quasi nicht mehr präsent haben und irgendwann auch nicht mehr im Kopf haben. Und das ist natürlich wirklich ein Kriegsverbrechen, wie es auch ausdrücklich im Völkerstrafrecht benannt ist und steht. Und das sind ja fürchterliche Schicksale. Den Kindern wird ja alles genommen und den Familien, den Müttern, den Vätern auch. Also es sind ganz konkrete tausende Fälle. Und damit, dass Sie Strafanzeige gestellt haben, haben Sie auch darauf eben einen großen Scheinwerfer gerichtet. Danke dafür, dass Sie das heute mit in die Sendung gebracht haben. Danke, dass Sie dranbleiben, liebe Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Danke für den Besuch und vielen Dank.
in die Ostukraine. Passen Sie auf sich auf, lieber Herr Ossertschuk. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.